In diesem Video möchte ich ein weiteres Beispiel von einer Anwendung der Sinus- und Cosinus-Funktionen zeigen. Und zwar möchte ich hier nicht einen Punkt über mehrere Frames immer wieder neu positionieren, so dass er sich im Kreis dreht, sondern diesmal möchte ich mehrere Punkte setzen, so dass sie zusammen einen Kreis ergeben. Und dann können wir mit diesem Kreis Dinge anstellen. Und dafür brauche ich jetzt einen Loop, weil ich möchte nacheinander im gleichen Frame viele Punkte positionieren. Und darum tue ich wieder eine Variable mit 0 initialisieren als Winkel zur Berechnung von Sinus und Cosinus. Und dann, auch hier könnte ich statt Radianten, könnte ich Grad brauchen und das umstellen, aber ich versuche es mal so und sage a kleiner als 2pi und dann ist die Frage, wie viel nimmt a in jeder Iteration zu? A gleich a plus und jetzt ist die Frage, durch was teilen wir pi, wenn wir sagen, können wir machen durch 180, dann kriegen wir 360 Grad. Also wir gehen auf 2 Pi rauf, immer ein 180stel von Pi und das gibt dann 360 Einheiten, die wir hochzählen müssen. Etwas kompliziert, aber vertrau mir, es kommt schon gut. Jetzt brauchen wir einen Radius, den können wir außerhalb definieren, außerhalb des Loops. Ah, Moment mal, stimmt ja überhaupt nicht. For, so muss es sein. Let radius gleich, nehmen wir mal 150, dann kriegen wir einen Kreis mit 300 Einheiten Durchmesser und der Canvas ist 400 groß. Ah, und wie so oft macht es hier Sinn, den Nullpunkt ins Zentrum zu verschieben. Okay, jetzt brauchen wir eine X-Position. Heute nehme ich einfach x gleich Cosinus, falsch, doch richtig, Cosinus von a und y ist der Sinus von a, Sin a und natürlich müssen wir das skalieren, wir müssen diese Zahlen zwischen minus 1 und 1 mit dem Radius multiplizieren, sonst das Ganze zu klein und dann setzen wir Punkte, Point, X, Y, das müsste reichen und das gibt hier einen Kreis und wenn wir nah herangehen, dann siehst du, dass der Kreis aus einzelnen Punkten besteht. Wie viele Punkte? 360. Okay, jetzt sind wir noch nicht fertig, sondern wir können verschiedene Dinge tun. Zuerst einmal könnten wir den Punkt etwas dicker machen, Stroke Weight 4. Und jetzt ist das Ding schon fast durchgezogen. Und wir könnten die Punkte auch verbinden, indem dass wir sie als Einzelpunkte eines Pfades setzen oder einer Kurve. Und ich lade dich herzlich ein, das auszuprobieren. Aber was wir auch tun können, ist zu fragen, ja, was wollen wir hier eigentlich? Wie viele Punkte? Weil ich könnte Pi durch 3 teilen und das gibt mir dann ein Sechseck. Und wenn ich die Punkte verbinde, habe ich ein sauberes Sechseck. Oder wenn ich es durch 4 teile, ist ein bisschen mühsam zum Umrechnen. Für ein Achteck ist es Pi geteilt durch 4. Also hier könnte ich auch sagen, 2pi und dann hier wie viele Punkte ich will, ein Siebeneck meinetwegen. Jetzt habe ich 7 Punkte, die in regelmäßigem Abstand um einen Kreis herum verteilt sind. Also das ist eine nützliche Funktion, die ich nutzen kann, indem ich, also wenn ich solche regelmäßigen Polygone herstellen möchte, kann ich Sinus und Cosinus verwenden, um beliebige Formen zu generieren, regelmäßige Vielecke. Es wäre eine etwas komplizierte Möglichkeit, ein
ein Quadrat herzustellen. Ich gehe jetzt wieder auf 180 hoch, etwa so. Ah, jetzt habe ich 2π geteilt durch, also wenn ich 360 möchte, müsste ich 2π geteilt durch 360, aber warum nicht so? Dann habe ich alle 2 Grad einen Punkt. Und jetzt können wir hier bestimmte Dinge tun. Zum Beispiel habe ich ein a, das 180 mal hochzählt. Und davon lasse ich mir den Cosinus und den Sinus geben. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier mit dieser Zahl zu spielen beginnen und sagen, ich möchte a geteilt durch 2 für das eine davon, keine Ahnung, was passiert. Aha, ja, nicht so interessant. Oder ich könnte es verdoppeln. Das ist doch interessant. Jetzt, was passiert hier eigentlich genau? Du kannst es im Kreis anschauen und sagen, wenn du von jedem a den Cosinus rauslässt, dann gehst du für diese Werte, die der Cosinus gibt, gehst du einmal rund um den Kreis. Aber in der gleichen Zeit gehst du zweimal um den Kreis, um y rauszulassen. Und dann gibt es so eine Verdrehung. Also du hast dann einen verdrehten Kreis. Du kannst es dreidimensional anschauen, je nachdem. Oder zweidimensional. Dann ist es einfach in der Mitte gedreht. Und wenn du hier mit verschiedenen Zahlen experimentierst, wirst du interessante Resultate kriegen. A mal 4. A mal 8. Also es gibt so eine Art Verdrehung. Hier bräuchten wir vielleicht etwas mehr Punkte, um das zu zeigen. So. Das wird Lissajous genannt, nach einem französischen. Ihr hört vielleicht, es läutet an der Tür, das sind die Kinder, die meine Kinder suchen, um zu spielen. Ich muss gleich sagen, dass die in den Ferien sind. Aber ich schreibe noch Lissajous. Lissajous. Bis ich an der Tür bin, sind die wahrscheinlich wieder weg. Lissajous, das kannst du googeln. Jetzt weißt du, worum es geht. Und vielleicht findest du selber interessante Formen.